Moin, meine Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich präsentiere heute für unseren YouTube-Kanal Modbox den Valtra M120 bzw. M150. Dieser Valtra wird zur Verfügung gestellt von Farmari 99 und der und die Modder schreiben mir eine Modbeschreibung, dass der Traktor für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können den Modder runterladen und nutzen. Ja, und wenn euch unser Modbox schon gefallen, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne mal in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods verpassen. Ist alles kostenlos. Würde uns sehr freuen. Und wenn ihr euch für die kaufbaren Inhalte vom LS22 interessiert, die von Giants und deren Partnern zur Verfügung gestellt werden, schreibt mal unter dem Video, habt ihr alle Links dazu. Wenn ihr die nutzt, unterstützt ihr McManus und den Entwickler. Und dies wiederum würde uns sehr freuen. Und es kostet nicht mehr und nicht weniger. Ja, also ihr habt da keine Nachteile durch. Ihr seht ja schon, die Türen sind offen. Das Heckfenster steht offen. Das heißt, also es wird gerade gelüftet. Nein, es ist eine Mauscontrol verbaut. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr auf realistisch spielen möchtet, von innen quasi Türen, Fenster öffnen, wenn es euch mal im Sommer zu warm ist oder was, wenn ihr die Klimaanlage nicht nutzen möchtet, könnt ihr es euch nutzen oder mal die Tür aufmachen, wenn euch jemand mit euch sprechen möchte. Alles möglich. Ansonsten texturtechnisch finde ich ihn sehr gelungen. Farbgebungen seht ihr, könnt ihr einiges machen. Gucken wir uns natürlich auch im Shop an, auch von hinten. Gut, die Rückleuchten sehen ein bisschen tarnisch aus, möchte ich sagen, aber ansonsten passt das soweit. Wir steigen mal ein. Ihr hört schon, ich mache Musik aus. Hat einen recht satten Sound, aber jetzt, ich würde sagen, ist alles Standard. Ja, ansonsten seht ihr hier im Display, ne, alles animiert. Auch die Pedalen seht ihr, sind animiert. Joysticks werden erstmal nicht, doch wird auch angepackt. Seht ihr mit dem grünen Punkt da, ne? Also sehr cool. Hupert anscheinend nicht. Aber doch, hat er, aber ganz dezent. Ja, Licht, Abblendlicht vorne, aber schon wieder hinten, aber schon wieder vorne, aus. Blinker, seht ihr, funktionieren. Und Umleuchten konfigurierbar. Mal drehen, rückwärts. Rückfahrschein war da keine, Bremsleuchten funktionieren, aber auch hier seht ihr Blinker funktionieren. Ja, ansonsten Maussteuerung, genau. Dann stellen wir ein bisschen wieder richtig hin, dass wir das sehen. So. Wir haben die linke Maus zurück, nichts, rechte nichts. Ihr müsst beide Maus gedrückt halten. Wenn ihr jetzt nach links und rechts geht mit Sound, geht die Beifahrertür zu und wenn ihr rauf runter macht, geht die Fahrertür auf und zu. So, und wenn ihr das Mausrad gedrückt haltet, könnt ihr hinten das Fenster auf und zu machen. Das ist das Heckfenster, ne? Ihr seht es ja. Ne, könnt es damit machen. Ja, das ist so viel zu der zur Steuerung und Möglichkeiten mit diesem tollen Traktor. Ja, zu finden ist das Ganze im Shop unter DLCs und Mods. Da haben wir den Valtra M21-150. Bedeutet, für 55.000 bekommt ihr einen 120 PS starken Valtra mit 41 km/h Arbeitszeit, also 41 km/h Geschwindigkeit auf der Straße, nicht Arbeitsgeschwindigkeit, Geschwindigkeit und wiegt 5,9 Tonnen. Jetzt habt ihr hier Gewichtsträger und Pickup-Kupplung. So ist es, glaube ich, hiermit gemeint. Ne, dann können wir als nächstes sagen, ne, Bolzenkupplung und gar nichts vorne. Wir können sagen, Fronthydraulik und Pickup-Kupplung. Dann Fronthydraulik mit dieser Bolzenkupplung, Gewichtsträger und Pickup-Kupplung. Ne? Also ihr seht, da ist einiges ja möglich, sagen wir mal so. So, Motorsführung gibt es dann die 120 PS-Variante in den 40 und 50 km/h. Die, dann gibt es 155, also bis 155 ist das Maximum und dann halt 50 km/h. Das muss so stehen. So, Reifenhersteller gibt es einige verschiedene und in den Reifenherstellern könnt ihr natürlich dann Breitreifen, Pflegebereifen, was auch immer ihr braucht, könnt ihr euch dann da quasi reinhauen. So, spezielles ist halt wahrscheinlich hier so ein bisschen die Farbgebung als Glasversion. Also ich kann euch nicht sagen, was das genau bringen soll, aber ihr seht, da ist halt einiges machbar. So, Rückfahreinrichtung, das heißt, ihr könnt das Ganze dann auch drehen, das können wir mal draußen mal testen. Reifengewichte, können wir sagen, wie viel, ne? wie schwer die sein sollen. So, dann Kotflügel gibt es Standard, breit, vorne ganz normal, andere neue, dann mit hinten Verbreiterung, Vollverbreiterung oder gar nichts. So, Heckwall-Hinweisschilder, jetzt wird es ganz schön wild. Können wir sagen Standard, wir können auch sagen ein Warndreieck oder halt Seitenmarkierungen, das ist finde ich schon wirklich wild. Seitenmarkierung und Warndreieck oder gar nichts. So, Ansaugrohr, also ist der Auspuff gemeint, kann man dann noch ein zweites hinzupacken.
Ne, eins ist da und ein zweites, also wenn es euch das optisch gefällt, machen wir es natürlich. Rundumleuchten ist hier ganz schön gemacht. Man kann die sowohl hinten als auch vorne platzieren. Also sprich vorne links, vorne rechts oder beide. Hinten links, hinten rechts oder beide. Aber vier gehen nicht. Also das ist so das Maximum dann, ne? Armaturenbrett, das sieht man glaube ich nicht ganz so easy. Gibt es Agroline oder Profiline? Ihr seht so ein bisschen hier ein Anzeigen, tut sich was. Hat aber sonst keine Bewandtnis. So, Frontanbau gibt es Quickie, Hauer. Die Möglichkeiten habt ihr. Jetzt habt ihr Interactive Control oder Mouse Control. Interactive braucht nochmal einen separaten Mod für. Der ist aber, glaube ich, nicht für die Konsole verfügbar. Das heißt, dann lieber auf Mouse Control gehen, dann können das die Freunde der Konsole auch nutzen. Ja, die Hauptfarbe ist in mehr als LS standardtypischen Farben möglich. Die Rahmenfarbe ist hier vorne an den Lampen. Ich mache es mal auf hell. Jetzt seht ihr das, ne? Ist wirklich nur dieses hier. Ja, Felgenfarbe der Gewichte, ja, könnt ihr einstellen. Dann den Kühlergrill könnt ihr umstellen auf schwarz oder was euch halt gefällt oder grau. Felgenfarbe an sich könnt ihr nur zwischen schwarz und weiß wählen und halt ein Kennzeichen. So, und wenn ihr ihn so wild durchkonfiguriert, kommen nochmal 59.600 dazu, also mehr als der Traktor im Normalzustand kostet. Und dann kostet er halt 114.600 und ist dann für euch komplett voll einsatzbereit und voll fähig. So, jetzt habe ich natürlich gesagt, wir gucken uns mal an diese Fahrtrichtung. Umschalttaste links und B. Zack. Und dann seht ihr das. Dann könnt ihr jetzt hier hinten, auch da seht ihr, sind die Schalter animiert. Die Pedalen, sehr cool. Ne, auch von außen seht ihr, der Fahrer sitzt auch schon in die richtige Richtung. Arbeitet auch. Also sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja, ansonsten fahrtechnisch passt das sehr gut. Also macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Das passt soweit. Ja, aber mehr kann ich euch für diesen Traktor auch nicht sagen. Also zu dem Mod mehr sagen. Außer, dass, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Mod findet, ob ihr den euch runterladen werdet oder ob ihr meint, es gibt bessere. Würde mich natürlich mal sehr interessieren. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Wie gesagt, ist sowohl der Däumchen nach oben als auch das Stöckchen-Klick ist halt kostenlos. Kostet euch gar nichts. Das müsst ihr nur einmal machen und dann kriegt ihr immer eine kleine Info, dass es ein Video gibt oder gab oder dass ihr es anschauen könnt. Und wenn ihr es immer nicht mehr haben wollt, einfach nochmal draufklicken, dann ist diese Glocke wieder weg und dann kriegt ihr da auch keine Information mehr. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr es da lassen würdet. Ja, ansonsten, wenn ihr euch für kaufbare Inhalte interessiert, habe ich hier unter dem Video alle Links. Schaut da mal rein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr die nutzen würdet. Ne? Weil damit unterstützt ihr McManus und den Entwickler, wäre natürlich sehr cool. So, und in diesem Sinne sage ich, möchte mich von euch verabschieden. Sage Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Tschüss.